Und damit herzlich willkommen zu Das beantwortest du nie. Heute mit Bad Moms Jay. Wegen welcher Sünde landest du mit Sicherheit in der Hölle? Ich kann anfangen. Fällt mir direkt was ein? Ja, Mann. Ich habe früher mal im Briefkasten von einem Kumpel gepinkelt. Einfach in den Briefkasten. Davon denkst du, landest du in der Hölle? Das, ich glaube schon. Das, ansonsten bin ich eigentlich sehr locker flockig unterwegs. Ich tue sonst niemandem was. Ja, Mann. Ich glaube, das ist mein täglicher Humor. Auch bei uns im Team und so. Ist echt ein bisschen grimmig manchmal. So, mach mal ein Beispiel. Sag mal einen Witz. Ja, es ist schon immer so eine Grenze so. Mhm. Aber nicht Grenze angreifen. Doch, eigentlich schon. Wann hast du das letzte Mal einen Menschen auf sein Aussehen reduziert? Darf man natürlich nicht machen, liebe Freunde, ist ganz wichtig. Aber wir sind alles Menschen, wir haben es mit Sicherheit schon mal getan. Ja, Mann, macht man sowas nicht ständig, Mann? Irgendwie schon, man denkt so, der draußen oder die sieht so aus, ja. Sie führt bestimmt so und so ein Leben. Aber das macht man so unterbewusst. Aber ich bin so jemand, der sich dann innen drin stoppt und sagt, das mache ich aber auch. Maul, so. Ich sehe sowas, dann denke ich irgendwie auch, aber dann stoppe ich bei mir selbst im Kopf und sage, ey, das ist aber uncool. Ja. Ich glaube, das ist wichtig, dass man weiß, dass es uncool ist, oder? Ja, ansonsten gar nicht so gut. Ansonsten hier. Vor ungefähr 2 Tagen. Ehrlich? An der Tankstelle. Oh. Mein erster Gedanke war so, ja, der arbeitet jetzt nicht umsonst nur an der Tankstelle. Ich glaube, für was anderes wär er nicht geeicht. Er ist natürlich sehr böse und deswegen habe ich doch direkt mich gestoppt. Da ging es an im Kopf und es ist falsch. Wie sehr gehen dir Nachrichten am Arsch vorbei, sofern sie dich nicht direkt betreffen? Nachrichten im Fernsehen? Ich bin ehrlich, ich gucke keine Nachrichten. Aber ich glaube, weil ich sonst noch nervöser werden würde, als ich eigentlich bin. Aber ich meine, ich habe so eine komische Angewohnheit. Das hört sich jetzt richtig scheiße an, aber ich glaube, das haben richtig viele. Kennst du das, wenn die Nachrichten so kommt, so, ja, da wurde es das und das passiert, so und so viele Menschen tot und du bist so. Du hast nicht dieses, voll. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Ich weiß gar nicht, ich glaube, weil das so weit weg ist. Ja, ja, irgendwie ich damit schon. Nicht so. Bloß letztens gab es ja diesen Anschlag in Wien und da habe ich schon irgendwie, da gab es ja auch Twitter, so viele Videos und Fotos. Ja, das so. Ist aber das. Und das krass. War voll hart irgendwie. Ja, wo ich dachte, boah, krass. Wenn es total weit weg ist, dann berührt mich das irgendwie nicht mehr, weil halt gefühlt jeden Tag irgendwelche Horrornachrichten im Fernsehen kommen. Aber wenn das halt so nah dran ist, dann betrifft mich das schon. Ja, ja, safe. Vor welchen Kollegen hast du jeden Respekt verloren? Inwiefern? Weiß ich nicht, dass du sagst, boah, nicht mehr kredibil oder war früher geiler. Das Ding ist, ich glaube, wenn ich jetzt Namen droppe, dann zetteln wir, haben Streit an. Ja, Mann. Also ich finde, Respekt verlieren ist schon irgendwie, das sollte man eigentlich nie. Weil Respekt muss man vor jedem Menschen irgendwie haben. Ich habe grundsätzlich Respekt vor jedem verloren, der irgendwie seine Fanbase komplett verarscht und mit irgendwelchen Codes an der Nase herumführt. Ja. So, ich habe euch extra einen Code machen lassen. Ich habe nochmal nachgefragt, nee, habt ihr nicht. Die Marke hat euch einen Code gegeben, ohne dass ihr nachfragen musstet. Und so Leute verarschen. Ja, ich glaube, vor so sexistischen Äußerungen und sowas alles habe ich auch kranken Respekt vor. Ihr könnt euch. Wann gingen dir Fans das letzte Mal richtig auf den Sack oder auf die Eierstöcke und warum? Ich kann mal anfangen, du kannst dir überlegen. Ja. Dennis und ich fahren ja täglich Straßenbahn und S-Bahn wegen der Umwelt. Und da steigen auch mal Schulklassen ein oder Studenten. Und was mich richtig krass abfuckt, ist, wenn mich Leute heimlich filmen oder fotografieren. Oh. Warum nicht einfach hingehen und fragen? Unauffällig, auch so. Ja, und vor allem, die Leute checken nicht, dass man so einen Detektor im Kopf hat. Man sieht das. Das kann man direkt so machen. Ja. Und das ging mir richtig auf den Sack. Und das war, glaube ich, vor 2 Wochen war es in der S-Bahn genauso. Da bin ich wirklich ausgerastet. Ich habe dann wirklich den Schaffner Bescheid gesagt. Und der Typ wurde des Zuges verwiesen. Nein, natürlich nicht. Habe ich nicht gemacht. Ich habe mich heimlich fotografieren lassen. Ich glaube, ich hatte so eine ganz wilde Begegnung und jeder, der mich kennt, kennt diese Story. Ich war im Zug und dann setze ich mich so in das Abteil rein und ich gucke so auf mein Handy, setze mich so und auf einmal springt eine Person auf mich rauf. Wirklich so. Und ich so, okay, hi und so. Oh mein Gott, lass ich hier sehen, bla bla. Dachte ich mir noch so, okay, süß, nett und so. Ja, und dann saß sie von NRW bis Berlin neben mir und hat mich richtig krass therapiert mit, ja, ich hatte Dämonen schon, die musst du austreiben und ich spüre das bei dir und ich hatte so eine heftige Psychose danach. Ein Milliardär vergisst seinen 1 Million Euro schweren Geldkoffer am Flughafen. Du siehst das, was tust du? Das Ding ist, ich bin in so einem Umfeld aufgewachsen, nimm und renn. Ja, würde ich auch machen. Ja, ich würde den Koffer, glaube ich, auch mitnehmen und dann... Aber ehrlich? Aber man sind da überall Kameras, also ist natürlich eine sehr unlogische Story, also man wird ja gefilmt. Ja, okay. Es kann ja für ihn nicht so wichtig sein, wenn er den stehen lässt. Das stimmt, wer 1 Million in einem Koffer transportiert und den dann vergisst, kannst dich nenne das ekligste Schimpfwort, das du verwendest. Fotze. Dennis, ich beleidige dich ja immer, was sage ich zu dir immer?
Wichser, finde ich auch ekelhaft. Ja, es sind so Wörter, die hören ja, sich schon so ran sich ekelhaft. An. Ja. Instagram-Account löschen oder Mama eine Backpfeife geben? Ja, ich würde meinen Instagram-Account löschen. Ist natürlich auch die Frage, macht man dann unangekündigt, geht man da zur Mutter hin und gibt ihr eine Backpfeife oder sagt man vorher Bescheid? Ich gebe dir jetzt eine Backpfeife. So. Ja, Backpfeife. Anspucken oder an den Haaren ziehen? Boah, wenn du jemanden anspuckst, dann ist du richtig dreckig. Boah, guckst du Sommerhaus? Sommerhaus der Stars? Ich kenn's auf jeden Fall, ja. Magst du mir? Ich würde an den Haaren ziehen. Anspucken finde ich voll ekelhaft irgendwie. Aber oder? Ich glaube, ich würde anrotzen. Würdest du anrotzen? Ja, weil dieses Rum. Nee, das. Mach mal so, wie du rotzen würdest. Boah, bitte. Nee, ich glaube. Nein, ich glaube, ich würde das so bougie machen. So. So auf. Mit so nur spuckst, nur so. Ja, ich würde Haare ziehen nehmen, du nimmst anspucken, oder? Ja. Okay. Welcher Musiker, Musikerin ist absolut überbewertet? Überbewertet. Boah, Leute, was macht ihr mit mir, ja? Natürlich eine Frage. Lil Baby. Damn. Feier ich nicht so. Nee? Macht der Babymusik? Nein, nein. Der ist krass so, aber es ist nicht mein... Ist nicht dein Ding, muss ja auch nicht. Maite Kelly. Letzte Frage, Jordan, wir haben noch einen Joker. Auf was hast du total hingefiebert und am Schluss war es enttäuschend? Mein erstes Mal. Ist das so? Schrecklichstes Erlebnis, weil ich glaube, ich habe ein Trauma. Ist das so? Ja, was heißt, ich habe drauf hingefiebert, ich dachte mir so, so, keine Ahnung, jetzt passiert irgendwas und das war einfach nur schrecklich. War scheiße, ne? Ja, aber es war halt auch keine Frau. Oh. Bei mir schon. Aber war das denn dein erstes Mal? Das war unglaublich toll, also wirklich. Worauf ich hingefiebert habe, war das Pur-Konzert. Jetzt im Dezember eigentlich. Pur Unplugged. Kennst du Pur? Nein. Die Band? Deutsche Coldplay. Pur. Wir haben eine Unplugged-Tour jetzt gespielt. Also hätten sie, aber wegen Corona dürfen sie leider nicht auftreten. Das hatte ich mitgenommen. Und da bin ich total enttäuscht. Komm mit mir ins Abenteuerland. Kennst du das nicht? Ja, Mann. Du lügst, ne? Nein, doch, ich kenne es wirklich. Nein, ich kenne es ehrlich. Schade. So, das war's schon. Die funktionieren ja. Oben gibt's ein Video vom Biografen, bevor Paulina Roginski berühmt wurde. Und unten gibt's ein Video von uns, das beantwortest du nie, mit Nico Santos. Kennst du Nico? Ja, Mann. Ehrenmann, oder? Mhm. Ja, was machen wir beide jetzt noch? Wir gehen jetzt noch einen Champagner trinken, alkoholfrei ja, natürlich. Und Ort kaufen. Und kaufen Ort, ordentliches Ort. Und wir rotzen uns gegenseitig an. Ja, Mann. Auf Worldwide Wiedersehen und Farewell.